Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Coinstelle. Heute mal nicht am Schreibtisch, sondern ich bin gerade am oder auf der Arbeit, habe hier etwas im Chart entdeckt und dachte mir, okay, ich mache jetzt mal ein ganz kurzes Update-Video hierzu. Gib mir mal bitte ganz kurz Bescheid, wie das ist, weil ich jetzt kein Mikro dran habe. Ich habe hier das Ganze nur provisorisch aufgebaut, ob die Tonqualität hier einigermaßen passt. Wenn ja und ihr solche Videos allgemein öfters haben möchtet, auch so kurze Update-Videos, lasst mich das sehr, sehr gerne mal hier in den Kommentaren wissen. Da können wir sowas hier vielleicht des Öfteren dann auch einbauen. Okay, alles klar, jetzt aber direkt zum Chart. Wie gesagt, es wird ein ganz kurzes Update-Video. Mir ist Folgendes aufgefallen: Wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, dass Bitcoin hier so eine Art Inverse Head and Shoulders formt. Gerade im 4-Stunden-Chart hier oben ist die Neckline. Aktuell ist er abgeprallt und es sah so aus, als hätten wir, würden wir hier im Endeffekt so einen aufsteigenden Trendkanal formen oder vielleicht aber auch so eine Bear Flag. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dahingestellt. Es sieht gerade so aus, als würden wir hier ausbrechen. Und was möchte ich dir noch zeigen? Und zwar nicht, wenn wir diesen Kanal nehmen, sondern rein theoretisch. Rein theoretisch könnte Bitcoin hier, ihr seht es vielleicht sogar, eine Art Symmetrical Triangle hier bilden. Und das sieht gerade so aus, als würde Bitcoin eventuell gerade ausbrechen. Wir sind noch nicht bestätigt ausgebrochen. Denkt immer dran, wenn sowas passiert, dann brauchen wir immer eine Breakout-Bestätigung, sprich, das würde dann folgendermaßen aussehen. Wir würden jetzt vielleicht nochmal weiter runterkommen, würden das hier antesten und dann geht es runter. Und dann ist natürlich auch die Frage, in welche Richtung. Ihr wisst, wir messen das grundsätzlich immer gleich und zwar vom höchsten bis zum tiefsten Punkt. Ich persönlich würde das jetzt doch tatsächlich von hier messen. Ich würde das von hier bis hierher messen. Und wenn wir das natürlich jetzt hier ansetzen, dann wird das Ganze echt etwas gefährlich. 25.000, wir schauen mal, was haben wir da drüben an wichtigen Support. Hier gibt es kaum Support. Das heißt, die nächste Range wäre hier dann tatsächlich 24.000, auf die wir runterkommen. Hier ist nicht wirklich viel Widerstand bzw. Kaufvolumen. Und das könnte uns natürlich dann wieder hier bis zurück auf die 17, 19 bis 17.000 bringen. Im allerschlimmsten Fall, also im Worst-Case-Szenario. Aber soweit wollen wir jetzt noch gar nicht denken. Noch ist das nicht passiert, noch sind wir nicht 100% aus diesem Dreieck hier jetzt ausgebrochen. Es könnte natürlich auch gut sein, dass Bitcoin es schafft, sich hier wieder, schaut mal, hier kommt gerade eine grüne Kerze, hier unten kommt auch wieder ein bisschen Volumen rein. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir hier jetzt einfach auch noch weiter formen und dann spätestens, was haben wir denn heute, den 28., 30., 31. in diesem Bereich, dass wir hier vielleicht spätestens dann ausbrechen. Aber wie gesagt, achtet jetzt hier einfach mal auf dieses Dreieck. Falls wir ausbrechen, sind 25.000 das erste Target erstmal nach unten hin. Nach oben hin hatten wir das Ganze ja schon. Falls du es nicht mehr weißt, einfach kurz das vorherige Video anschauen. Jetzt möchte ich dir aber noch kurz was anderes zeigen. Und zwar, wie machen wir das am besten? Schaut mal, vom Fibonacci-Retracement, ich habe das ein bisschen angepasst. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal schauen, also wir sind ja von hier oben runtergekommen, dann war das der tiefste Punkt und dann hat das Bitcoin geschafft, bis hierher wieder aufzubauen. So, und jetzt setze ich hier das Fibonacci-Retracement an, bis zu dem nächsten, also bis zu diesem Punkt hier unten, bis zum nächsten tiefsten Punkt so gesehen. Setzt das Ganze an, so, und dann seht ihr, wir sind, oder Bitcoin ist gestern hier wunderschön in dieser Range, das Fibonacci-Retracement, wunderschön gebounced. Und das ist das 0618er und das 0786er. Ein sehr, sehr wichtiges Fibonacci-Retracement. Was ich dir aber eigentlich zeigen möchte, wenn wir das Ganze nämlich jetzt von unten hochziehen, das heißt vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt, dann sehen wir einfach, falls Bitcoin wieder zurück einen Rücksetzer macht, wohin ist der nächste Support-Level? Also wo könnte sich Bitcoin dann auf jeden Fall wieder fangen? Und dazu könnt ihr das Ganze mal so ansetzen, bis zum höchsten Punkt. Und dann seht ihr, haben wir hier nochmal einen ordentlichen Support- und Widerstandsbox. Vielleicht kann ich das euch, wo habe ich das hier eingezeichnet? Genau, hier war es bei Matic, Cardano vielleicht. Auch Cardano ist hier ausgebrochen. Okay, wir bleiben mal dabei. Ich denke, es ist soweit, aber verständlich. Wenn nicht, haut es mir kurz in die Kommentare. Ich antworte sehr, sehr gerne natürlich darauf oder natürlich in der Telegram-Gruppe. Aber haltet mal auf jeden Fall die circa 35.000 und die 33.300, sagen wir mal 33.000 auf jeden Fall im Auge. Sollte Bitcoin jetzt weiter runterbrechen, also sollte Bitcoin hier bestätigt aus diesem symmetrischen Dreieck jetzt ausbrechen, wie gesagt mit einer Bounce-Bestätigung, ich könnte mir gut vorstellen, das sieht jetzt folgendermaßen aus, dass wir hier runterkommen.
vielleicht nur kurz hier reindippen, dann wieder hoch. So, dann prallen wir ab. Und jetzt geht natürlich jeder erstmal bearish und wird vielleicht sogar eine Short-Position eröffnen und meint hier jetzt, dass wir auf 25.000 runtergehen. Und dann könnte es aber gut sein, dass Bitcoin auf einmal hier wieder einen Rücksetzer macht und dann richtig stark wieder zurückkommt. Deshalb haltet, wie gesagt, diese 35.000 und diese 33.000 hier einfach mal ein bisschen im Auge. Und dann, denke ich, werden wir auch relativ bald jetzt sehen, in welche Richtung sich Bitcoin entwickelt. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja auch in meinem letzten Video wieder gesagt, ich bin weiterhin bullish. Solange wir hier jetzt nicht wirklich signifikant unter die 30.000 sind, hier anfangen zu konsolidieren und weiter nach unten fallen, bleibe ich auf jeden Fall dabei. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen mit dieser Apple-News. Apple möchte ja im Endeffekt den gleichen Move hinlegen, wie es PayPal macht. Also die möchten ja jetzt im Endeffekt auch Kryptos hier mit integrieren als Zahlungsmittel. Das wäre natürlich ein absoluter Hammer. Das würde Bitcoin natürlich wieder mal wo ganz anders bringen. Ich glaube, wo PayPal das rausgebracht hat, stand Bitcoin um die 9.000 bis 10.000 Dollar. Und dann auf einmal mit der PayPal-News, was heißt auf einmal, das hat sich natürlich schon noch ein paar Monate gezogen, aber letztendlich sind wir dann halt tatsächlich bis auf, keine Ahnung, bis auf die 60.000, 65.000 hochgekommen. Natürlich nicht nur durch PayPal, aber natürlich mit so einer starken Nachricht wie von PayPal und Apple, klar, ist natürlich doch nochmal ein ganzes Stück stärker. Okay, alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, das war ein ganz kurzes Update-Video. Wenn dir das gefallen hat, wenn die Tonqualität passt und du solche Videos gerne öfters hast, sehen möchtest oder haben möchtest, gib mir bitte sehr, sehr gerne Bescheid. Einfach kurz in die Kommentare schreiben. Einfach natürlich sehr, sehr gerne dieses Video liken, natürlich gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne, wir haben noch Wochenende, ein schön, wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Bis bald. Ciao.